Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm, auf geht's ins Abenteuer! Hast du eh nicht viel Wahl? Nee, leider nicht. Wie gesagt, ich find's so halb gut, dass es nicht so viele Nebenaufgaben gibt, also die nach und nach kommen. Teilweise hätte ich aber schon gern mehr. Vielleicht kommt der Punkt für mehr ja noch. Ja, kann gut sein. Dies kann gut sein. Wehe, du stirbst. Wie viel 2000 Milliarden sind, weiß ich auch nicht. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Milliarden wären wohl ein bisschen zu viel. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Nö, also da habe ich nur noch 10.000. Vielleicht so eher für... Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Für... die Truppe. Vor vielen Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet. Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt. Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Naja, wir werden es wahrscheinlich nie wirklich erfahren. Also, wie viele jetzt um 2000 Milliarden sind. Hast du diese Soldaten? Aha, Soldaten in der Schenke. Wir dürfen gleich kämpfen. Die steinerne Wache soll schon bis nach Rosalie fahren. Nein, er darf nicht sterben. Können wir nicht einfach reiten? Bereit? Ja! Ah, da ist sie. Die gute Dalli-Milchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Ich sage, wir dürfen gleich kämpfen. Okay. Hätte ich auch reiten lassen können. Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Aber er ist doch ein Frostwolf. Jetzt spielen wir Assassin's Creed.
Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. 2 Schüsseln davon. Und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Aufpassen? Worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Ach, 1 oder 2 Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Ich fürchte, wir können keinen Moment entbehren. Freund!
Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Ich sag ja, bester Onkel. Ergreift ihn! Viel Glück. Ja, viel Spaß. Also, wenn das jetzt keiner gehört hat, vor allem Joshua nicht, dann weiß ich auch nicht. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Sie kennen Clive ja gar nicht, ne? Clive? Was hast du? Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Dankeschön. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Oi. Fass. Beiß ihn. Alles gut. Woher weiß er, welche Tür? Vielleicht hat ihm das die Feder gezeigt, gespüren lassen.
Die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Ruzhena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Cid. Bisher waren Cids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Ruzhena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Diese Zeichen hat meine ganzen WoW-Charaktere auch, wenn sie zum Beispiel, wenn der Name schon vergeben war. Sieht nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang zurück. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Weil, nö. Da gibt es Wüstenrosen, aber da habe ich ja schon. Das sind so ein Namen. Also, keine Ahnung. Danke für deinen Besuch. Oh, Moment. Wonach steht dir der Sinn? Ich habe schon lange nichts mehr verkauft. 12.000. Ja. Okay. Geh mit Gilbert. Wie was? Du willst ein Träger sein? Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Ruzhena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Hört sich so russisch an oder so. Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Ruzhena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkuss. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkuss also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Cids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Armer Wauwau. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Wie oft muss ich es noch sagen? Das ist kein Spielzeug. Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Ruzhena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. Na dann. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Ich würde gern zur Schmiede eigentlich. Finden wir heraus, was genau dieser Pferder weiß. Weihrauch, Wespenwachskerzen. Entschuldige, bist du Ferda? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen?
Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Rujena Dalimir? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Yay, wieder zum Puff. Ob wir ihm vertrauen können? Wohl nur so weit, wie er uns vertraut. Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Ach, das wollt ihr doch nicht wirklich. Ich bin verletzt. Oh, nee, das wollte ich doch nicht. Sie gehören dir. Ach, die können das abbrechen. Ja, gemein. Onkel kämpft, ja. Kann ich dich da reinschubsen? Komm, rein mit dir. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte, dass wir euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferda? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Rujena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein. Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muse. Zum Hof der Muse. Das muss ich auch noch manuell machen. Bestimmt alles nur ein Deckname. Ja. Heißt in Wirklichkeit kein Olga. Das Brot ist so weich. Stinkpups. Fast wie Wolken. Der letzte Schrei. Brot so weich wie ein Schäf, eine Schäfchenwolke. Kruste. Reise für die Sinne. Die feinsten. Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Luba auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Lubor, ich soll die beiden hier zu dir bringen.
Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen, das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also, was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der 5-mal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel. Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht. Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel. Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Wir könnten ihn auch verprügeln, bis er uns das gibt, was wir wollen. Die Unruhestifter in Dalimil. Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Das ist die beste Idee. Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. 2,50 Mark. Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Ach, dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist.
Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semmikis, randvoll mit Gill. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Wenn du wüsstest, wie viel Kohle ich habe. Ob sie heute kommen? Warmes Brot, frisch aus 2000 Milliarden. Minimum. Anzahlung? Ist zu unvorsichtig? Ja, ich glaube auch. Willkommen im letzten Stich. Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Schon wieder? Wo waren die Schenke nochmal? Da. Warum hat die Schenke zu? Ah, du. Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Ich finde ihn schon. Ja, dafür habt ihr ja auch eine Bezahlung bekommen für die Möbel. Lass mich dich einladen. Na wohl, die falsche Richtung. Du hattest gerade einen Kristall. Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Ich glaube, er versucht es ein bisschen anders. Was hast du vor, Onkel? Bett? Onkel ist doch, damit mag ich ihn weniger. Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge. Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Vielleicht doch nicht so dumm. Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken. Und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus.
Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Trotzdem nicht so schlau. Nee, hätte auch ordentlich nach hinten gehen können. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Wellkräufer einbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schief läuft. Natürlich. Ich habe übrigens ein Bild gesehen von Final Fantasy VII Remake Rebirth. Das ist anscheinend sehr groß sein soll, weil ich glaube 11 Kilometer war der Auftrag entfernt. Ist jetzt komplett anderes, naja, nicht so wirklich anders, aber. Pfleg, Ambrosia! Ist natürlich die Frage, ne? Es sind 11 Kilometer halt hier, ich meine 11 Kilometer hier sind ja auch nicht so, ne? Mal eben so, zack. Einmal mal rumreisen mit Schnellreise, aber es war ja eigentlich, also ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube, das wird Open World bleiben. In Anführungszeichen Open World. Ich übernehme das. Wir dürfen gleich kämpfen. Ganz viele Kristalle und die hat man vorher nie gesehen. Ich meine, so weit ist das jetzt auch nicht entfernt. Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen, Milord. Habt ihr eure Spende dabei? Sämtliche Münzen und Edelsteine, die ich so kurzfristig auftreiben konnte. 500 Myriaden, hoffe ich. Auf den Preis hatten wir uns doch geeinigt, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt die Kristalle sehen. Natürlich. Hier entlang, Milord. Wirklich nicht schlecht. Die Klarheit ist beeindruckend. Aber muss ich mich sorgen? Wenn ich auf der Straße angehalten werde, welche Garantie habe ich, dass sie nicht als Eigentum der Republik beschlagnahmt werden? Diese Kristalle sind nicht mehr Eigentum der Republik. Ihr kauft nicht von uns. Ihr kauft von ihnen. Und wir haben ja auch nicht mehr Befugnisse als ihr, Milord. Aber wir haben Schiffe und liefern gerne an einen Hafen eurer Wahl. Kleiner Gefallen für gute Kundschaft. Valuta, Was führt euch hierher? Na, sie wollen ihren Teil von Drachenfangs Segen empfangen. Unsere Nationen sind verbündet, also hat Valut ein Anrecht auf einen Teil der abgebauten Kristalle. Und sie sind so gute Freunde, dass wir diesen Anteil erhöht haben. Zu unser beider Vorteil. Daher sind diese Kristalle nun Eigentum des Königreichs von Valut. Und uns ist jegliche Einmischung verboten. Was auch immer fortan mit ihnen geschehen möge. Hast du das gehört? Sie arbeiten zusammen! Wow. Sieht ganz so aus. Milord, was hat das zu bedeuten? Betrügerische Hunde! Das sind gar keine Käufer! Tötet sie! Tötet sie beide! Im Dibi-Dibi-Dibi. Erstmal den richtigen. Es ist noch nicht vorbei, Onkel! Wo seid ihr denn hin? Komm mal runter! Ich werde gerade erst warm! Wo ist der dumme Heiler? Was
Ja, ist ja auch mein Wolf. Oh, da ist noch einer. So, das Vita hat nicht gereicht. Da war es zu spät. Moment. Erstmal gucken. Rennvogel, Rennvogel. Ritter, Ritter. Gut, kein Heiler. Schön, man hat den Knall noch gehört. Das war doch ein Klacks. Wie fandest du meine Darbietung? Auf der Bühne war ich oft der Bösewicht. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Oder? Graubart, du warst hervorragend. Die Kampfszene war besonders dramatisch. Zu schade, dass ihr nicht mehr Zuschauer hattet. Aber das ist wohl auch besser so. Wie lange bist du schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie hinterlistig dein Onkel ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Edelmann sich zu so etwas herablassen würde. Zwielichtige Geschäfte auf Augenhöhe mit Verbrechern. Hinreißend. Das waren also die Probleme. Die steinerne Wache hat die für das Volk gedachten Kristalle an die Valuta verkauft. Nun, damit ist Schluss. Das ist es. Die Menschen hier hatten kaum eine Möglichkeit, sich gegen Kupkas Männer zu wehren. Und die Valuta erst recht nicht. Bis ihr zwei hier aufgekreuzt seid. Gut, wir sollten die Kristalle zurückbringen. Passt ihr auf, bis ich mit dem Wagen zurück bin? Da fällt mir ein, wie heißt du denn eigentlich? Clive. Echt? Sid der Zweite heißt Clive? Naja, gibt schlimmere Namen. Ja, Lubor zum Beispiel. Clive, da du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast, bin ich jetzt dran. Ein Weg durch das Südtor, war das alles? Genau genommen habt ihr dabei auch geholfen. Viele der Wachen wurden bereits abkommandiert, um nach ihren vermissten Kameraden zu suchen. Und die restlichen wurden ermuntert, in die andere Richtung zu schauen, wenn ihr vorbeikommt. Danke. Und bitte lass mich die Kosten übernehmen. Du hast doch noch den Gillbeutel von den Soldaten, oder? Ich hab dich gesehen, als du ihn stibitzt hast. Oh, ja. War wohl nicht sehr geschickt. Und mein Name ist nicht Graubart, sondern Lord Byron Rossfield. Merkt ihr das? Klar. Mach ich. Sehr gern. Graubart. Verwünscht! Oh. Hier. Mein Siegel. Kannst du ihn narisch mir, das will ich nicht. Jeder Freund von mir, der es an dir sieht, ist auch deiner. Vielen Dank, Lubor. Ach, und wenn du willst, sende ruhig einen meiner Stolas zu deinen Leuten. Sag ihnen, Rujina macht wieder gemeinsame Sache mit Sid.
Nee, ich mag den überhaupt nicht. Omia Lostelan. Du Isakelith. Ich vertraue dir, Sid. Oder doch eher Clive. Also, enttäusch mich bitte nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Na dann, habt eine gute Reise nach Süden. Danke. Nicht doch. Ganz meinerseits. Komm, Onkel. Gehen wir. Auf nimmer Wiedersehen, hoffe ich. Dann toll, hier gibt's auch noch Nebenaufgaben. Ich könnte nicht mal ein Buttermesser schmieden. Vielleicht macht sich Meister Lubor ja nur über mich lustig. Das würde ich ihm glatt zutrauen. Ich genauso. Oh, du bist doch Clive, oder? Tut mir leid, ich war in Gedanken woanders. Ich bin Sava, Meister Lubors unbegabtester Lehrling. Bald ehemaliger Lehrling, wenn ich seine Prüfung nicht bestehe. Vielleicht bin ich schlicht und einfach zu dumm. Die Leute kaufen Waffen schneller, als der Dornkuss sie schmieden kann. Und ich kann nicht einmal anständiges Küchenwerkzeug herstellen. Er will, dass ich ein Tranchiermesser fertige, das Wesen von Dalimil verkörpert. Was immer das bedeuten soll. Ich nehme an, du weißt auch nicht, wovon er redet, oder? Nein, leider nicht. Macht nichts. Dachte, ich frag mal, ehe ich meine Sachen packe. Ich kann versuchen, dir zu helfen. Ich weiß, was im Dornkuss los ist und dass Lubor alle fähigen Hände braucht, die er finden kann. Da sage ich sicher nicht nein. Also, wo fangen wir an? Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich noch nie irgendein Messer gemacht. Und dann ist da ja auch noch dieses Rätsel. Das Wesen von Dalimil. Nichts ist einfach mit diesem Mann. So wie ich das sehe, gibt es nur einen Weg, wie wir das Rätsel lösen. Indem wir Leute fragen, die Ahnung haben. Du hast recht. Im Dunkeln sollten wir schließlich nicht tappen. Wer könnte da weiterhelfen? Viele in Dalimil verdienen ihren Lebensunterhalt mit Messern. Die Metzgerin natürlich und auch jede Menge Köche. Sie haben sicher die eine oder andere Meinung zu ihrem Handwerkszeug. Ha! Das klingt, als hätten wir einen Plan. Legen wir los, ja? Ich rede mit allen Köchen, die ich finde. Du mit der Metzgerin und allen, die dir sonst noch einfallen. In Ordnung. Viel Glück. Hoffentlich sagt jemand etwas Nützliches. Wie viele Nebenaufgaben haben wir denn hier? Zwei. Ähnlich eine Prüfung in ein Rätsel zu verwandeln. Ich fange besser an. Die feinsten Stoffe, die... Willkommen. Was darf es denn sein? Eine Antwort, wenn's recht ist. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Bist du ein Schmied oder sowas? Sowas in der Art. In Ordnung. Ein Messer also. In erster Linie muss es scharf bleiben. Die meisten Messer kommen problemlos durch Fett, aber Sehnen machen billigen Stahl stumpf. Mit einer Klinge, die alles durchtrennt, was auf meinen Schlachtblock kommt, bin ich immer glücklich. Ein Messer, das scharf bleibt. Das leuchtet mir ein. Ja. Yeah. Teller und Töpfe! Meine ganze Existenz. All die Jahre harter Arbeit. Alle meine Ersparnisse habe ich hier rein investiert. Was ist denn los? Die Bäder sind geschlossen. Lass mich in Frieden. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht kannst du mir ja helfen.
Kann ich dich anheuern? Das kommt auf die Arbeit an. Es geht um die Rettung meiner Bäder. Das Wasser ist plötzlich kochend heiß geworden. Nicht einmal mit allen Kristallen in ganz Dalimil könnte man es abkühlen. Zweifellos findet sich die Ursache an der Quelle. Aber ich kann hier nicht weg. Sonst glauben die Leute noch, ich hätte mein Geschäft ganz aufgegeben. Ich hänge an diesen Bädern, nicht nur des Geldes wegen. Ich bitte dich, geh zu den Djosnov-Terrassen. Sieh nach, was dort los ist. Na gut, ich sehe mich mal dort um. Wunderbar. Es ist auch gar nicht weit. Verlasse den Markt über das Südtor und dann brauchst du einfach nur dem Schwefelgeruch zu folgen. Ohne die Bäder als Einnahmequelle werde ich kläglich an den Schulden zugrunde gehen. Mein Lebensunterhalt, ja mein Leben selbst steht auf dem Spiel. Verkauf es einfach als heißes Bad. Als sehr heißes Bad. Seht nur diese Hängelaternen. Ha! Sie haben das Tor geöffnet! Lubor hat sein Wort gehalten. Ach, da ist er. Na, guck mal, ich sehe warum. Noch eine Nebenaufgabe, oder ist es einfach nur ein Achenjäger? Was gibt's? Red oder zieh Leine? Gut, dann rede ich. Verrätst du mir deinen Beruf? Jäger. Warum? Ich habe eine Frage. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Du verwendest doch sicher eins auf der Jagd, oder? Das Messer muss viel aushalten können. Ich will keine brüchige Klinge, vor allem nicht da draußen. Wenn die ständig bricht und du sie ersetzen musst, verdienst du weniger, als du ausgibst. Die Zeiten sind hart. Danke. Dann will ich auch gar nicht länger stören. Kurz und bündig. Ganz nach meinem Geschmack. Also, ein Tranchiermesser sollte robust sein und scharf bleiben. Keine Überraschung. Hoffentlich hat Sava mehr als ich rausgefunden. Entschuldigung. Ach, hab's noch geschafft. Ach nö, geh weg. Lubor? Mir ist eingefallen, dass ich noch eine Frage hatte. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Hause. Nach Drachenfang. Hugo Kupka wartet. Ach, dachte ich's mir doch. Dann verrate ich euch etwas. In Drachenfang wimmelt es derzeit von Valutern. Dalmekia und Valut sind verbündet. Und wie ihr jetzt wisst, arbeiten ihre Soldaten Hand in Hand. Aber keine Nation hat je einer fremden Armee erlaubt, mitten in ihrem Heiligtum ein Lager aufzuschlagen. Zumindest nicht freiwillig. Und obendrein hat sich mein Mann im Inneren des Fangs seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich fürchte, es könnten noch mehr Probleme auf euch warten. Wie immer also. Wenn ihr die Höhle des Löwen unbedingt betreten wollt, versprecht mir eins, dass ihr durch die Minen geht. Da gibt es die wenigsten Wachen. Einen Sith habe ich schon verloren. Ab dem zweiten wird man mich für nachlässig halten. Ich werde nicht sterben. Jedenfalls nicht vor Kupka. Na dann bin ich beruhigt. Ich mag dich trotzdem nicht. Drachenfang sollte nicht weit hinter diesen Quellen liegen. Dann wollen wir doch mal. Los, das Tor ist offen. Also können wir endlich weiter. Komme ich da so rüber oder nee, ne? Das Loot. Was sind das für Wesen? Bomberinos sind das. Ja.
Mich wundert es eigentlich, dass ich schon so früh Wüstenrosen kaufen konnte und die noch nie einmal gebraucht habe bisher. Flammen. Das erklärt die Hitze. Oh, schön, ich habe keinen getroffen. Wie heißen die? Badebomber? Ja. Als wäre es nicht heiß genug. Jag ihn mal irgendwo hin, ne? Oh oh. Hui, so langsam. Stirb! Ein klein wenig Abkühlung. Jetzt ist das Wasser hoffentlich wieder angenehm. Ja, so instant, natürlich. Ich bin mal faul. Das passt mir jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, der Hitze... Und? Wie lief's bei dir? Hast du was erfahren oder muss ich mir ein neues Handwerk suchen? Nur, dass eine Klinge haltbar sein und scharf bleiben soll. Aber was hat das mit dem Wesen von Dalimil zu tun? Ich hatte auch nicht mehr Glück. Der Koch hat nur gesagt, dass sein Messer ganz leicht sein muss. Ah. Schwere Messer machen die Arme schwer. Also sind wir nicht einen Schritt weiter. Vielleicht hatte Lubos Bemerkung ja überhaupt keine tiefere Bedeutung. Nein, das kann nicht sein. Ich habe oft mit ihm geredet und er wählt seine Worte sorgfältig. Nein. Uns ist was entgangen. Sicherlich etwas direkt vor unserer Nase. Du hast bestimmt recht, aber ich muss langsam loslegen. Ich kann mit dem Schmieden nicht ewig warten. Nein, das würde Luba nicht gefallen. Genau. Eisen zu hämmern hat er mich gelehrt. Das billige Zeug. Solange man es nicht zu dünn schlägt, ist es hart genug. Und mühelos schärfen lässt es sich auch. Nur leider ist es entweder haltbar oder leicht. Das heißt, jemand wird immer enttäuscht sein. In meinem Fall wahrscheinlich Meister Lubor. Kannst du sonst niemanden fragen? Jemanden, der sich mit Metallen auskennt? Die anderen Lehrlinge werden mir bei meiner Prüfung nicht helfen. Aber vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann. Eine Händlerin, die bei Meister Lubor Stammkunde ist. Sie verkauft Metalle an Kaufleute, die durch die Velkroi reisen. Ich wette, die kennt sich aus. Was? Das ist aber neu, dass ich jetzt zwei Sachen machen muss. Die feinsten Stoffe! Die aromatischsten Korn! Kein anderes Brot ist so weich. Hergestellt aus Robust. Da ist er. Der Rett. Gut, dass du nochmal vorbeikommst. Mit jedem Moment wird das Wasser erträglicher.
Nicht mehr lange, dann nimmt hier alles wieder seinen gewohnten Lauf. Freut mich zu hören. Nun brennt mir aber die Frage unter den Nägeln. Was war bei den Terrassen los? Durch was wäre ich fast ruiniert worden? Auf jeden Fall nichts, womit ich gerechnet hätte. Eine aufregende Geschichte. Eine, die ich einem Recken wie dir gern glaube. Kreaturen aus Flammen, sagst du? Die Sorgen werden auch niemals weniger. Aber von meinen Sorgen hast du heute schon genug gehört. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Als Dankeschön. So, jetzt sollte ich aber schleunigst zurück an die Arbeit. Aus dem Tag lässt sich vielleicht noch etwas machen. Ich würde dir einfach sagen, sowieso kommt mir das vor, als wenn die so einiges nicht kennen, zum Beispiel auch Rotlegierung. Bombe. Keller und Töpfe. Oder andere Viecher, die man ja eigentlich so aus dem Final Fantasy Universum kennt. Dieser Schmuck ist sehr begehrt. Und los. Lauf wie der Wind. Ach komm, da kannst du doch einfach rüberhüpfen. Wo ist denn der Weg? Oh. Ja. Das passt mir jetzt wirklich überhaupt nicht. Gut so. Schneller! Kann ich nicht. Sei gerade vorsichtig. Hast du was erfahren? Oder musst du doch deine Sachen packen? Ich habe sie gefragt, aber... Erzähl du. Wenn ihr einen Meister wie Lubor mit eurem Messer beeindrucken wollt, gibt es sicher einige Möglichkeiten. Ob diese für euch in Frage kommen, ist allerdings eine andere Sache. Federleichte Adamantitklingen zum Beispiel. Messer aus diesem Material müssen so gut wie nie geschliffen werden und werden oft über Generationen weitervererbt. Aber Adamantiterz kommt nur in Ashra vor und ist entsprechend teuer. Und für jemanden mit meinen Fähigkeiten wäre es sicher zu schwer zu bearbeiten. Nur in Ashra. Kommt irgendetwas nur in Dalimil vor? Etwas, mit dem sich Eisen mischen ließe, um es leichter zu machen. Worauf willst du hinaus? Lubor hat dich gelehrt, Eisen zu schmieden. Er erwartet, dass du es verwendest. Aber er weiß, dass es zu schwer oder zu spröde für ein Tranchiermesser ist. Vielleicht war seine Dalimil-Bemerkung kein Rätsel, sondern ein Hinweis. Wenn man mit billigem Metall arbeiten muss, könnte man immer noch Kalkstein beimischen. Die ersten Siedler haben sich genau wegen dieser Mineralvorkommen in Dalimil niedergelassen. Wenn man weiß, wie es geht, dann kann man damit nämlich im Schmelzofen wunderbar Verunreinigungen aus minderwertigem Eisen entfernen. Donnerwetter! Das muss es sein! Weißt du denn, wie es geht? Ich bin keine Expertin, aber ich habe mit genügend Schmieden zusammengearbeitet, um das Prinzip zu kennen. Damit sollte ich mich am besten gleich mal vertraut machen. Clive, ich frage wirklich nur ungern nach alledem, aber meinst du, du könntest... Kalkstein besorgen?
Natürlich. Jetzt kann ich dich nicht hängen lassen. Außerdem interessiert mich selbst, ob das die Antwort auf Lubos Rätsel ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Drüben auf den Terrassen solltest du keine Probleme haben, Kalkstein zu finden. Der Ort besteht ja aus dem Zeug. Dann treffen wir uns später in der Schmiede. Geht klar. Bis später dann. Na, das muss aber eine Riesenbelohnung geben. Also erst. Sonst kennt man ja bisher nur so von wegen Nebenaufgabe. Jupp, geh da hin, bring es zurück. Und gleich kriegen wir ein Geld. Das passt mir jetzt wirklich überhaupt. Stimmt es, was man so hört? Meine Teppiche! Wie aromatisch denn kommt! Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Teller und Töpfe! Weihrauch, Wespenwachskerzen. Wir sollten langsam los. Haben wir genug Wasser? Und los. Lauf wie der Wind. Aber hätte ich das vorher gewusst, obwohl, nee, hier unten ist ja direkt, hätte ich sonst gesagt von wegen... Braves Mädchen. Hätte mir die eine Aufgabe mit der kombinieren können, aber naja, ist ja hier vorne direkt. Ach, da hinten. Die Bomber waren. Das Wasser ist schön. Ein Stein sieht aus wie der andere. Aber das ist hoffentlich der richtige. Endlich bekommen wir wieder genügend Kristalle. Hängelaternen halten die Dunkelheit. Tafelsilber. Genau. Hergestellt aus robustem Stein. Leckeres Fleisch. Wie wäre es mit einem schönen Geschenk? So, dann zeig mal, was du kannst. Ich wusste nicht, wie viel du brauchst. Das reicht hoffentlich. Du bist eine Riesenhilfe, wirklich. Du und die Händlerin auch. Sie kann gut unterrichten, das sage ich dir. Also dann wollen wir doch mal sehen, ob Kalkstein die Geheimwaffe ist, auf die wir gehofft haben. Sieht nicht so toll aus. Und das ist es. Ein Messer, geschmiedet aus den Felsen von Dalimil. Aus ihrem Wesen, wenn man so will. Ich bin beeindruckt. Ich hoffe nur, dass Meister Lubor das genauso sieht. Ich komme wohl genau richtig. Spur auf Zeit. Ich hatte das Warten schon satt. Entschuldigt, Meister Lubor. Dann wollen wir es uns mal ansehen. Doch zuerst, Sava, glaubst du, dass dieses Tranchiermesser der guten Leute von Dalimil würdig ist? Ich glaube schon. Aber was denkt ihr? In der Tat, was denke ich? Es ist scharf, ja, aber wird bei täglichem Gebrauch nicht lange halten. Und es ist schwer, zu schwer, finde ich. Es fällt nicht auf, wenn man es nur kurz hält. Aber verkauf es einem Koch und du kannst dir was anhören. Jemand scheint die Terrassen besucht zu haben. Der Kalkstein war schon ein guter Ansatz, zugegeben, aber dennoch nicht ganz zufriedenstellend. Dabei war ich so sicher, dass das die Antwort war. Ich weiß nicht, wer dir diesen kleinen Trick gezeigt hat, aber es zeigt auf jeden Fall Initiative. Nächste Frage. Was glaubst du, würde ich dafür verlangen, wenn ich es gemacht hätte? Wenn ihr auch nur halb so lang dafür gebraucht hättet wie ich, würde ich sagen, ihr nehmt einen stolzen Preis. Und wer könnte sich das leisten, Die Metzgerin? Der Jäger? Die Köche im Gasthof? In Dalimil wohnen einfache Händler, keine reichen Lords und Ladies. Die erste Regel in jedem Geschäft, Sava, kenne deine Kunden. Jawohl, Meister. Das ist gerade so akzeptabel. Gerade so.
Ich würde sagen, du kannst noch ein bisschen bleiben. Ab morgen wirst du einen eigenen Amboss haben. Wirklich? Danke. Darf ich fragen, was würdet ihr tun, wenn ihr den Auftrag hättet, ein Tranchiermesser zu schmieden? Ich würde fragen, für wen es ist. Das tue ich immer. Für einen Metzger sollte es lange scharf bleiben. Für einen Jäger so hart wie Titans Kopf sein. Für einen Koch federleicht. Und für einen Adligen würde es ein absolutes Vermögen kosten. Gesprochen wie ein wahrer Meister. Sieht aus, als dürfte man gratulieren. Das habe ich dir zu verdanken. Doch so viel zu Meister Lubors Rätsel, was? Das Wesen von Dalimil hatte nichts mit Kalkstein oder irgendeinem Material zu tun, sondern mit den Leuten hier. Das heißt, ich habe dich grundlos zu den Terrassen geschickt. Du hast bestanden. Nur das zählt. Und ehe du dich versiehst, hast du deine eigene Schmiede. Und wenn es soweit ist, dann schmiede ich dir das beste Messer, das du je gesehen hast. Nee, lass mal stecken. Eine Goblin-Münze dafür. Ich gehe jetzt einfach mal langsam weg. Die feinsten Stoffe. Dieser Schmuck ist sehr. Na gut, ich musste nichts töten, so, ne? Teller und Töpfe! Seht nur diese Feinheit! Wir sollten also, langsam los. Seine Messer werden im Laufe der Zeit bestimmt besser, aber das sah ja nicht mal annähernd wie ein Messer aus. Pfleg, Ambrosia! Na los, das. Wie gesagt, ne, eher wie so eine Speerspitze. Und scharf sah es auch nicht aus. Eher schartig. Ist da. Diese Idioten. Bring den verdammten Wagen wieder zum Rollen. Oder sollen unsere Männer. Da war Boso wieder. Sind wir Drachenfang? Kupka versteckt sich dort drin. Und wo er ist, werden auch unzählige Wachen sein, alle in Bereitschaft. Du wirst deinen Scharfsinn brauchen, und zwar nicht zu knapp. Sei vorsichtig. Natürlich, Onkel. Bevor du gehst, Clive, ich habe etwas zu beichten. Nach der Katastrophe am Phönixtor und der Krise, die folgte, bin ich geflohen. Ich habe mich in mein Kontor zurückgezogen und die Gunst der neuen Kaiserin gesucht, in der Hoffnung, verschont zu bleiben. Ich habe unser Reich verraten, aus reinem Eigennutz. Wie ein Feigling. Es tut mir leid. Onkel, bitte. Es ist noch Zeit, Clive. Rosaria würde hinter dir stehen. Da sind genug, die helfen würden, es zurückzuerobern. Hätte ich den Mut meines Bruders, hätte ich es versucht. Doch dafür ist es zu spät. Du hingegen
Nein. Vergib mir, aber ich kann nicht. Ich kämpfe für ein anderes Dasein. Für Freiheit, in der man in eigener Verantwortung lebt und stirbt. Ich wuchs in einem Land auf, in dem es Trägern besser ging als anderswo. Erst viel später erkannte ich, das war kein Zufall. Mein Vater war es, der für die Träger gekämpft hat. Du willst, dass ich sein Erbe antrete. Und genau das beabsichtige ich auch. Nicht als Großherzog, sondern indem ich seine Ideale überall verbreite. Jeder Mensch auf der Welt mag mich deshalb als Ketzer verurteilen. Doch ich bin von meinem Weg überzeugt. Ihr ähnelt euch wirklich sehr, weißt du? Danke, Clive, dass du wieder hier bist. Ich bin stolz auf dich, mein Neffe. Nun denn, hier trennen sich unsere Wege. Hoffen wir, dass ich meinen Freund in Canva überzeugen kann, uns mit seinen Talenten beizustehen. Ich habe nämlich vor, mich eines Platzes in deiner fröhlichen Bande als würdig zu erweisen. Bis dann, mein Junge. Bis dann. Gute Reise, Onkel. Dir auch, Neffe. Wir haben uns noch viel zu erzählen, du und ich. Bei unserem nächsten Treffen erzählst du mir bitte von all deinen Abenteuern, die du hinter dir hast. Und du natürlich auch, Torgal. Jetzt bist du an der Reihe, Kupka.